Ah! Warte, 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 warte. Ach nee, doch nicht. Schade. Gehen wir nochmal zum Häuptling da oben. Vielleicht weiß er ja irgendwas, was Hey, wir Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Ach, unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen, da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Gut, alles klar. Mein gehörnter Freund befindet sich auf einer spirituellen Reise, schätze ich. Weit, weit weg. Aber ja, das wird schon wieder. Hoffe ich. Ich glaube auch, dass er gerade weit, weit weg ist. Das glaube ich gerade aber auch. Komm, wir machen mal den Topf zu, nicht, dass die Hitze weicht. Und dann gehen wir wieder. Ja! Wir haben ja jetzt ein paar Leute mehr, die wir fragen können. Wir können ja mal oben zu Droger gehen. Entschuldigt abermals, junger Herr. Oh, ich dachte, ich wäre... Ja, ich weiß. Ich überspringe das einfach, weil das immer das Gleiche ist. Kann ich nicht mal mit... Da, kann ich doch mit dir quatschen. Ich kann es nur nicht hier anklicken. Zum Großsitzloch. Ah, du bist es. Willkommen. Was genau liest du denn da? Oh, es ist ein wirklich faszinierendes Buch über die neuesten Entwicklungen in der Kettenblitzforschung. Als Magier muss man immer auf dem Laufenden bleiben. Leider komme ich viel zu selten dazu, in Ruhe zu lesen. Grump hält nicht viel von Bildung. Das heißt, wenn du schon mal Zeit hast? Dann nutze ich sie und lese am liebsten gleich das ganze Buch. Verstehe. Ihr beide scheint sehr unterschiedlich zu sein. Man kann es sich nicht aussuchen. Und es ist bei zweiköpfigen Ogern auch alles andere als ungewöhnlich, dass beide sehr unterschiedliche Interessen haben. Totschlagen! Ich kann mir vorstellen, dass es häufig Streit gibt. Wir haben unsere Spielregeln. Vormittags bestimmt Grump, was wir tun. Nachmittags bin ich an der Reihe. Ich muss weiter. Bis dann. Ich würde es andersrum machen. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, mal wieder ein Gespräch zu führen, das sich nicht um Verdauungsprozesse und Totschlagen drehte. Ich sag mal so. Theoretisch müsste es anders machen. Er müsste es vormittags machen. Weil wenn Grump dann schläft, dann kann er in der Zeit vernünftig lesen. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Zloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Okay. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Nein. Grump? Kann man Zloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Schlaf immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Schlaf gerne Cocktails trinken. Ogre-Cocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Okay. Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Zloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Zloff. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Ist interessant, mal zu erfahren, ne? Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon?
Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Okay. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Schön. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Schloff ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schloff gar kein richtiger Kerl. Schloff noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Ja, dann gehen wir mal. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, machen Cocktail für Zloff. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ja, das, wenn die, dass die Höhle so groß ist. Ein buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Ja, es fehlt jetzt noch Alkohol, ne? Muss ich nochmal mit Grump reden. Ein andermal. Alles klar. Ah, ein Glas. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Aber auch mitnehmen, wo? Uns fehlt ja jetzt nur noch Alkohol, ne? Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Na, können wir den öffnen? Jawohl. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Ich will mal sagen, nehmen wir mal mit. Und jetzt ganz wichtig, jetzt gehen wir nämlich zurück, denn wir haben ja noch eine Presse. Eine Presse. Wir haben doch noch eine Presse, meine Lieben. Mitten im Müllhaufen steht noch eine Presse. Die nehmen wir jetzt. Da. Die. Da pressen wir jetzt den. Ja, die Scheiße raus. Er guckt sich das Ganze an. Das ist so ein Tutorial. Also, wir machen jetzt gerade als Tutorial mal eben einen Drink. Also, los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. So, na komm. Na komm. Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Wieso stand da gerade 5x? Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Damit sind 50% der Zutaten im Glas. Fehlt nur noch hochprozentiger Alkohol. Okay, er ist noch nicht hochprozentig genug. Wo kriegen wir denn jetzt noch Alkohol her? Boah.
Gruft nachfragen. Ich lasse die beiden Turtelgeier. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Vielleicht, wo man Alkohol findet. Weil die haben sich ja auch ständig wahrscheinlich betrunken. Damit man das Leid ertragen kann. Die Schüssel ist fast randvoll mit frisch gepresstem Apfelsaft. Der Saft selbst ist allerdings alles andere als frisch. Er riecht vergoren. Gute Frage, ne? Was machen wir jetzt? Ich lasse die beiden... Ich will rausgehen, nicht mit dem quatschen. Ich stehe ja vor dem Eingang, ist ja doof. Ja, ich gehe mal nochmal hoch. Kann ich den jetzt nicht kochen? Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Ist doch gut, da ist der Saft weg. Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Ja, theoretisch brauchen wir jetzt irgendwas zum Aufhalten, ne? Was eine Scheiße, ey. Weil wenn der Saft rein drin ist, müssten wir hier irgendwas draufpacken, damit wir hier, ne? Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Frage, können wir nicht die Feder da reinstecken? Nö, gut. Frage geklärt. Also sonst haben wir auch nichts, was uns helfen könnte. Gut, jetzt müssen wir schauen. Wir gehen nochmal zum Drachen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, so ein bisschen rumzuwinden. Steine? Eine Reihe seltsamer Steine. Sie sind recht glatt und glitzern leicht. Wahrscheinlich stammen sie aus dem Inneren des Berges. Ein runder Stein. Meine Vermutung. Lasst mal in die Höhle gehen. Und lasst einmal unten den Stein hinlegen. Eventuell kriegen wir dafür was. Man weiß es ja nicht. Mal schauen. Hat der grün leuchtende Augen? So, wir gehen mal nach unten. Und wir schauen mal nach. Hallo, du? Rosa? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Rosa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Digga, du hast... Gut, dann haben wir das doch nicht. Ein Stein. Ein Stein, einfach nur ein Stein. Das. Was können wir mit dem Stein machen?
Gut. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt irgendwie anders vorankommen. Kannst du... So, das ist Lava-Becken. Ja, nee, das ist erstmal nicht relevant für mich. Können wir den Stein irgendwie hier reinkippen oder so? Legen den Stein auf dem Amboss. Hammer. Der ist hier kaputt. Der hat ja Risse, ne? Hallo, was machst du denn? Hallo? Ey, Digga, willst du mich verarschen, ey? Komm, her damit. Festhalten, können wir das Ding nicht? Hämmer auf dem Harmbus herum. Im Inneren des Steins sind Kristalle. Alles funkelt und glänzt. Stein mit Kristallen. Ich dachte, wir können das nochmal drauflegen. Okay, jetzt gehen wir nochmal in die Höhle. Das dürfte, glaube ich, helfen, wa? Etwas, das glänzt für die? Mögen sie doch bestimmt. Naja, laufen wir erstmal los. Und schauen wir mal, ob der sich da irgendwie... ja, ob er das dann haben möchte oder nicht. Naja. Wird schon nicht so schwer werden. Okay, schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Wusa, Wusa. Schau mal, was ich für dich habe. Läuft. So, er ist weg. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Ein Drachenkopf aus Stein. Ja. Ich schätze, damit gehörst du mir. Falsche Taste. Auf dem Altar liegen alle möglichen Kristalle und Edelsteine. Goldnuggets. Und da einige Steine mit Silberadern. Wir nehmen uns mal davon ein paar mit. Die großen Steine sind zu auffällig. Aber vielleicht kann ich unbemerkt ein paar von den kleinen Goldnuggets mitnehmen. Diebstahl! Auf ihn! Der Mensch hat Gold gestohlen! Sie hören dich wohl nicht mehr. Nur ich kann dich hören, wenn du auf meinem Kopf sitzt. Stimmt's? So ein Pech. Freu dich nicht so früh. Für heute Abend bereite ich eine Oper vor. Ist doch schön. So, wir können sie jetzt nur noch begutachten, aber wir brauchen auch nur so ein paar Goldnuggets. Die müssen wir ja zu Münzen pressen. Beziehungsweise einschmelzen vorher, oder? Wer weiß, wer weiß. Wieso nehme ich nicht einfach die Karte hier? Komm. Karte, auf zum Drachen. So, wir haben hier einen wunderschönen Kopf, den setzen wir erstmal dran. Ta-da-da-da-da. Das war's, der Kopf passt perfekt. Man sieht auch endlich mal wieder aus wie ein Drache, ne? Lava Marsch. Schön. Goldnuggets filmen wir mal in die Maschine rein. Die Nuggets sind zu hart, um sich einfach platt zu drücken. Ich muss sie schmelzen oder zumindest stark erwärmen. Dann würde ich sagen, Goldnuggets in die Schale. Das Ding oder die Schale in den Ofen. Genau, mach das Ding jetzt einfach mal auf. Mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Genau, mach das Ding einfach mal so auf. So, wie lange müssen wir jetzt warten? Der Ofen ist so heiß, dass man sich kaum nähern kann. Wenn Metall in der Form wäre, könnte ich eine Münze stempeln. Vorausgesetzt, das Rad lässt sich nach all den Jahren noch drehen.
Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen. Ja, ist ja gut. So, oben mal die Stange da Ding war da raus. Die Nuggets sind im Hochofen geschmolzen. In der Schale hat sich ein kleiner goldener See gebildet. Er steckt das einfach so in die Tasche, weißt du? So 1000 Grad heißt erstmal so voll in die Tasche einfach so rein. Gut, dass seine Schale dumm ist. Ha. So, wollen wir mal reinfüllen. Und. Also gut. Ich gieße das Gold in die Form. Sollte gerade genug sein. Kannst du das Rad jetzt drehen? Eine astreine Goldmünze mit einem grimmigen Zwerg drauf. Au! Oh, ist noch heiß. Ja, dann würde ich sagen, kühlen wir mal eben ab. Oder auch nicht. Egal. Wir haben eine Goldmünze für dich, Schätzelkind. Hallo, meine Hübsche. Ja? Na komm. Schau mal, hier habe ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke. Habe ich selbst hergestellt und Unterschrift habe ich auch. Wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja, ich liege drauf. Könntest du es dir holen? Schön. Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da ist was. Das ist der Kopf einer Spitzhacke. Dann noch ein Stückchen weiter. Na toll. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Was? Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster. Und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Mann, das sei doch nicht so böse. Du könntest es vielleicht reparieren. Sehe ich aus wie ein Schmied? Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Schmied in 14 Tagen. Waffenschmied in 14 Tagen? Ja, genau. Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Ich muss weiter. Schön weiterüben. Natürlich. So, damit wir erstmal Material loswerden, werde ich erstmal hier die Spitzhacke draus machen. Passt perfekt. Oh Gott, Alter, das Schwert sieht gut aus. Der Drache hat das Schwert glatt in zwei Teile zerbrochen. Könnte schwierig werden, ein magisches Schwert zu reparieren. Aber ohne komme ich nicht ins Orklager. Also schön. Was sagt denn das Buch? Magische Schwerte. Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Bla, bla, bla. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen 0 sein. Mal sehen. Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Kupferkessel. Ziemlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Dachte ich mir. Ich würde sagen, dann holen wir uns mal schnell Kupfer. Wir haben eine Kupferader gesehen, hinten drin. Ganz weit hinten immer wieder, jawohl. Aber, ja komm, laufen wir erstmal ein Stück, ne? Oh, da. Wir haben ja die Kupferader gesehen und dann werden wir uns jetzt mal eben mal Kupfer besorgen. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Kupfer. Ich habe 3 Brocken kupferhaltiges Gestein.
Aber kein Arcanid-Kristall drin. Ich brauche ein Arcanid-Kristall. Gehen wir mal da rein. Vielleicht können wir uns noch mal unten was holen. Wir schauen nochmal unten nach. Wenn wir jetzt nochmal einen kriegen, ich glaube, mehr brauchen wir ja nicht, dann passt das schon. Verlockend sind diese Edelsteine ja schon. Aber ich will mein Glück nicht strapazieren. Ich lasse sie, wo sie sind. Alles klar, ein Arcanid-Kristall kriege ich hier also nicht her. Gut. Alles klar, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. So, gut, wir haben einen Kristall. Um das Schwert zu reparieren, muss ich ein Schmied Level 98 sein. Ich kann meine Fähigkeiten trainieren, indem ich Kupferkessel schmiede. Alles, was ich dazu brauche, ist Kupfer, ein Hammer und ein Amboss und viel Übung. Ja, dann würde ich mal sagen... Kupfer. Ich lege so viele Steine wie möglich rein. Dann würde ich sagen, gib ihm auf die Fresse. Dass er das Ding wieder mit der Hand aufmacht, gehe ich mal stark von aus. Er ist ja so ein Oberpro. Ne? Das Ding ist, keine Ahnung. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Ja, ist klar. So, du kannst direkt wieder rausholen. Ist schon geschmolzen. Kannst wieder rausholen. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Ja, ist doch gut. Freu dich doch. So, wir machen einfach Kupferkessel. So, 200 das Stück. Kupfer ist viel zu flüssig. So kann ich es nicht bearbeiten. Dann... Genau, leg das einfach mal so da rein. Ein Stück Kupfer. Ein knappes Pfund, schätze ich. Das Ding sieht aus wie so ein Lutschbonbon. Kupfer ist noch heiß, wird aber schon langsam hart. Wollen wir mal. Später. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Nur noch 97 weitere Kessel. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Am Arsch. Ah, also schön, ich mach's allein. Viel später. Sehr viel später. Alter. 98 Kessel, Level 98. Und hat das einen Spaß gemacht. Immerhin kann ich nun so ziemlich alles schmieden. Inklusive geborstene magische Schwerter. Ich find's schön, dass es immer noch der gleiche Tag ist. So oft, wie wir schon rumgelaufen sind. So, ja. Als waschechter Schmied Level 98 kann ich magische Schwerter schmieden. Sobald ich das Schwert repariert habe, muss ich es nur noch in Drachenfeuer halten. Erst Drachenfeuer härtet es und bringt seine magischen Eigenschaften zurück.